So, das ist der iPod im Hauptmenü. Nein, im Setup-Menü. Das wäre das Hauptmenü. Von oben. Auf dieser Seite befindet sich die Kopfhörerbuchse. Und das ist der Hold-Button, womit ich die Tastatur sperren kann, dass mir in der Hosentasche nicht versehentlich das Gerät weiterspielt. An der Unterseite befindet sich der Dock-Connector. Da kann ich also zum Beispiel den Itrip anschließen oder auch das SIM-Kabel für USB. Die Rückseite ist glatt gehalten. Man sieht, es gibt keine Gravur. Und hier unten, man es sieht, 30 Gigabyte. Ich spiele mal einen zufälligen Titel an. So sieht der Playback aus, wenn man ein entsprechendes CD-Cover hat. Wird das auch im Titel mit angezeigt. Des Weiteren kann man natürlich Videos schauen. Also das Klickwheel über Spiegelverkehr zu betreiben ist etwas schwierig. Ich habe zum Beispiel mal ein paar Ehrensenf-Folgen aufgespielt. Und dann kann man zum Beispiel seinen täglichen Senf auf dem iPod verfolgen. Wenn man vielleicht zu Hause etwas wenig Zeit hat und unterwegs die Batterie im Auto oder in der Bahn vernünftig rumbekommen möchte. So, im Auto kann ich natürlich Radio hören. Eine ganz normale Radiostation. Aber wenn ich den iPod dabei habe, kann ich natürlich auch die iPod-Musik hören. Dazu benutzt man den Itrip. Das ist der FM-Sender. Der wird einfach an den iPod angesteckt. So. Wenn ich den iPod einschalte und eine Wiedergabeliste wähle und mir zum Beispiel das Lied Wonderwall raussuche und Play drücke, sehe ich, dass die Anzeige plötzlich einen Wert anzeigt. Da steht 100,0. Das ist die Frequenz, auf die er zurzeit eingestellt ist. Wenn ich nun das Radio auch auf diese Frequenz einstelle, dann spielt das Radio meine iPod-Musik. Ich kann jetzt also hier den nächsten Titel wählen. Und dann spielt der nächste Titel. So. Das ist natürlich auch ganz praktisch, falls man mal im Stau steht und die Kinder anfangen zu quengeln, nehme ich einfach mal einen iPod, suche mir ein Video raus zum Beispiel einen aktuellen Kinofilm Geschlechtsumwandlung. Wer? Eine Geschlechtsumwandlung? Oh ja.
dachte ich auch, ja, mein Fehler. Wenn ich den iPod jetzt auf die Halterung stelle. Kann ich mir im Stau gemütlich den letzten Video-DVD-Film anschauen und die Zeit ein bisschen schneller rumbringen.